Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Einzelbürobeleuchtung. Jeder von uns kennt die Umgebung eines Einzelbüros, entweder bei der Arbeit oder zu Hause. Diese Räumlichkeiten haben ihre ganz eigenen Beleuchtungsanforderungen. Um effektiv arbeiten zu können, muss die Einzelbürobeleuchtung folgende Anforderungen erfüllen: die Bereitstellung von funktionellem Licht für unterschiedliche Sehaufgaben, direktes, indirektes Licht, die Optimierung der Raumnutzung und das Schaffen einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Die Farbtemperatur, die Lichtstärke, das Lichtdesign und die Beleuchtungstechnologie müssen genau aufeinander abgestimmt sein, um die eben genannten Ziele zu erreichen. Lassen Sie mich mehr darüber erzählen. Die farbliche Erscheinung von Gegenständen ist stark von der Lichtquelle abhängig. Diese farbliche Erscheinung kann entscheidend für den Erfolg eines Beleuchtungsprojektes sein, da sie Räumlichkeiten und Menschen optisch besser erscheinen lassen. Die korrelierte Farbtemperatur, auch CCT genannt, beschreibt die relative Farbtemperatur einer weißen Lichtquelle und wird in Kelvin gemessen. Diese beiden Bilder veranschaulichen den Unterschied zwischen einer warmen und einer kalten Lichtquelle. Das Bild auf der linken Seite zeigt eine Lichtquelle, die in der Regel unter 3500 Kelvin liegt, wohingegen das Bild auf der rechten Seite eine Lichtquelle zeigt, die mindestens bei 4000 Kelvin liegt. Der Farbwiedergabeindex, auch CRI genannt, ist entscheidend dafür, dass Farben in einem Raum echt aussehen. CRI ist eine Maßeinheit für die Farbgenauigkeit von Objekten, die auf einer Skala von 0 bis 100 ausgedrückt wird. Diese zwei Bilder zeigen den Unterschied zwischen einer niedrigen und einer hohen Farbwiedergabe. Vor allem in der Bürobeleuchtung sorgen Lichtquellen mit einer hohen Farbwiedergabe für eine optisch angenehmere Atmosphäre und fördern somit auch die Kommunikation, weil man sich automatisch wohler fühlt. Doch wie viel Licht wird benötigt? Die Lichtstärke oder die Menge an Licht, die auf eine Oberfläche auftrifft, wird in Lux gemessen. Die empfohlene Lichtstärke in Bürogebäuden variiert in starker Abhängigkeit von den erforderlichen Nutzungszwecken. Einzelbüros sind hauptsächlich für Computerarbeit, Telefonate und persönliche Gespräche konzipiert. In diesem Fall wird eine Lichtstärke zwischen 75 und 500 Lux empfohlen. Die grundsätzlichen Überlegungen, die man bei der Beleuchtungsgestaltung von Einzelbüros treffen sollte, sind folgende: blendfreies Licht, die Einhaltung von Normen, was bedeutet, dass die Mindestlichtstärken von 300 Lux auf Tischen und 500 Lux auf Arbeitsoberflächen eingehalten werden, die Lichtstärke an verschiedene Aufgaben anzupassen und die Steigerung der Energieeffizienz. In Einzelbüros ist es sehr wichtig, dass man die Arbeitsplätze entsprechend an den bestehenden Leuchten und Fenstern ausrichtet, um eine Blendung zu vermeiden. Eine indirekte Arbeitsplatzbeleuchtung verringert den Grad der Blendung und sorgt dafür, dass hier helle Deckenleuchten nicht mehr benötigt werden. Um vertikale Lichtstärken zu erreichen, erzielen Leuchten mit einer breiten und gleichmäßigen Lichtverteilung die besten Resultate. Die effiziente Beleuchtung von Einzelbüros stellt eine Herausforderung für Installateure und Lichtplaner dar. Schwierigkeiten wie ein kleiner Flur, große Wandflächen, potenzielle Blendung durch Fenster oder Glas und die geringe Anzahl an Leuchten gilt es zu meistern. Das Ledvanced Panel ist eine Einbauleuchte, die eine schnelle und einfache Installation ermöglicht, ein attraktives und funktionelles Design hat und ein homogenes Licht mit reduzierter Blendung bietet. Diese Leuchte verfügt über eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Außerdem sind Energieeinsparungen von bis zu 50% möglich. Das Ledvanced Downlight ist eine direkte LED-Ersatzlösung für Kompaktleuchtstofflampen-Downlights. Es ermöglicht nicht nur Energieeinsparungen von bis zu 60%, sondern bietet auch mehr Flexibilität dank eines externen Treibers. Außerdem verfügt es über eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Falls Sie Fragen haben sollten, dann können Sie uns gerne im Internet unter www.ledvanced.de besuchen. Kontaktieren Sie gerne auch den Ledvanced Kundenservice oder Ihren Großhändler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.